Da wartest du den ganzen Morgen für ein neues Event in Escape from Tarkov, beziehungsweise eine neue Variante vom aktuellen Event, was wir in Escape from Tarkov haben, gehst kurz duschen und während du duschen bist, geht die Welt unter. Also keine Ahnung, was sich Battlestate Games dabei aktuell denkt, aber alle Bosse, alle Kultisten, die Goons haben aktuell in Escape from Tarkov eine 100% Spawnrate. Freunde, das wird wild. Einmal ganz kurzes Update-Video in dem Fall. Also, wenn ihr Bock darauf haben solltet, eure Quests nachzuholen, eure Boss-Kill-Quests nachzuholen, ob ihr die MK18 für Stürmen freischalten möchtet, die 25 Stürmen-Kills, oder wenn ihr so bekloppt seid wie ich, dass ihr den wunderbaren Herrn Killer jetzt 100 Mal über den Haufen schießen möchtet, weil das ist nämlich genau das, was ich jetzt tun werde. Checkt auf jeden Fall den Twitch-Stream ab, denn genau dort wird dieses Spektakel passieren. Dann ist das jetzt ein wunderbarer Zeitpunkt dafür. Und denkt dran, ebenfalls auch die Goons haben eine 100% Spawnrate, scheinen aktuell auf Lighthouse zu sein. Das ist ja auch eine Quest, die sehr in Richtung Kappa geht, die, wo wahrscheinlich einige Spieler von euch hängen werden. Also guckt auf jeden Fall, dass ihr das jetzt, so gut es geht, nachholt. Aktuell läuft immer noch die Labs-Aktion, beziehungsweise die Töte XYZ-Anzahl an Scavs, damit ihr diese Karten wieder freischaltet. Das Ganze läuft gerade noch auf Labs. Das heißt, wir wissen noch nicht 100%, was da beim Ende von diesem Event genau passieren wird. Das werden wir dann sehen. Aber das noch einmal eben kurz als Information. Es kann sein, dass das Ganze auf jeden Fall noch ein weiteres Update bekommt. Wie gesagt, schaut dafür dann einfach im Twitch-Stream vorbei. Ich bin, wie gesagt, jetzt live und werde direkt versuchen, den wunderbaren Herrn Killer 100 Mal zu töten. Also, das wird lustig.